Moin. Danach. Was ist das denn? Warte. Warte, Bohnen. Kaffee. Kaffee, der Kerl macht. Halt ihn fest! Das ist doch ein Vogel! Halt! Bugler! Was ist das denn? Das ist doch nicht. Boah. Komm her! Ich habe ihn in den Eisen. Schwuppeler, rein! Komm hier weg hier! Karl! Jetzt wird er abgeführt! Was wird denn jetzt? Hör auf, Mensch! Mann, das bisschen Kaffee und den Zuckerhügel. Ja! Aber wenn er seine Steuern bezahlt hätte. Steuern? Ich bin auswärtig, ich muss keine Steuern zahlen. Natürlich, Kerl! Ja, ihr müsst für den blöden Kurfürsten Steuern zahlen. Kurfürst, und der Kurfürst ist nicht blöd. Ach, er will einfach seinem Tagwerk nachgehen. Hör auf! Oh, still jetzt. Schlag dir in die Knie, Kerl. Du wirst nicht mehr laufen können. So, die Beweismittel sind beschlagnahmt. Sind es mit? Das reicht. Christoph, Christoph! Oh. Haben Sie mein, haben Sie mein. Der ist wieder rein! Voll geblieben. Ich gehe und schicke nach dem Baron. Hat er nicht ein Kissen für mein Knie? Nein. Ach, will er auch noch was haben. Wer sich so wenig wert ist, bestimmt schuldig. Ja, das glaube ich schon. Geht schon kurz noch. Die stecken unter einer Decke. Die stecken unter einer Decke, die zwei. Rosse! Ja. Dann hat er den Fuß beim Einsatz. Anklage, den Kerl. Er ist durchgereist, hier hereingekommen und hat sich ausgegeben als Zinnputzer. Komm mal hier. Das Zinn hat er wohl geputzt, aber meistens war er entweder im Wirtshaus oder er hat faul in der Gegend herumgelegen. Und ich kann Ihnen sagen, warum er sich das überhaupt leisten konnte. Denn das haben wir gefunden. Der Steckenknecht hat seinen Sack durchsucht und was hat er gefunden? Schaut her. Oh, Kaffee. 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 Ja, wie kommt so einer zu Kaffee? Ich bring dich nur von einem Ort zum anderen. Sag gar nichts, ich helf dir. Und außerdem. Oh Gott. Hier einen Sack mit feinstem Zucker. Oh, aus den Kolonien. Aus den Kolonien. Niemals hätte ein Kerl von diesem Stand, so zerlumpt, wie er hier aussieht, überhaupt so etwas haben können. In der Tat. Was muss dahinter stecken? Ich glaube. Er macht seinen Lebensunterhalt einfach nur mit Schmuggelei. Mein Name ist Josef Berter. Schreib mal auf. Josef. Er ist Zinnputzer. Zinnputzer. Ja, sagt er. Zinnputzer. Und wo kommt er? Aus Salzburg stammend. Salzburg, weit gewandert, was? Ja, mein Gewerbe. Schöne Stadt. Und wer ist er? Ja, ich bin Gewürzhändler. Manchmal begegne ich ihm. Ja. Beim Schmuggeln oder wo? Nein, nein. Ich bin aus den österreichischen Niederlanden. Und so einer also. Nun, was hat er vorzubringen? Wo hat er das Zeug her? Also, ich möchte mir das doch gerne mal ansehen, ob es das ist. Lass mich das so. Das so nicht, sagt. Dass was verschwindet. Nein, nein, als Wurzel habe ich ja selbst genug davon. Ah, seht, seht, der Kaffee ist schon geröstet. Also muss jemand ihm es irgendwie gegeben haben, denn gerösteter Kaffee findet man ja doch nur in den Häusern. Oder du hast es geklaut. Oder er hat es geklaut. Ja, ja, das habe ich das nicht vernommen. Gesagt. Ich habe es genau gehört. Ja. Toller Verteidiger. Und das? Das ist doch kein Zucker. London? Nein, das ist doch... Salpeter aus irgendeinem Keller genommen. Salpeter. Ja doch, Salpeter. Das schmeckt doch nicht nach Zucker. Hör auf, Mensch. Salpeter. Schmeckt nach Salz. Zucker. Nein, natürlich ist das Zucker. Nein, das ist doch. Jetzt haben wir die Diskussion, die ich zu Hause. Nun halt dein Maul! Ist das Zucker? Wenn das jetzt Salz! Halt still jetzt hier! Weich zurück! Beide unter einer Decke! Meister Kunkel, er soll niederknien. Was? Nein, nicht. Weil. Runter! Er hat uns belogen. Dies ist Zucker. Also müssen die beiden unter einer Decke stecken. Nun denn? Da ist was angerichtet. Ja, aber ich kann die Geldstrafe bezahlen. Ein Schmuggler und ein Betrüger. Nun, ich würde sagen, in seinem Falle, wir konfiszieren seine Habe. Das ist mein Leben! Schweigt. Und treten ihn aus dem Dorf.
Was haben wir hier? Naja, vielleicht sollten wir noch ein paar Stockhiebe hinzufügen. Ja, denn der Plunder hier, naja, er wird dem Kurfürsten nicht, das wird dem Kurfürsten nicht allzu viel an Reichtum bescheren, wenn wir ihm das zustellen. Naja, gut, wir behalten den Zucker auf. Und die Kaffeebohnen? Verschwende hier aus unserem Dorf. Und ich bin noch immer. Und jetzt zu euch. Mir wurde aufgetragen, den Mann zu verteidigen. Ihr habt gelogen. Ich werde alles tun, wenn ich jemanden verteidigen muss. Er ist Würzner und kennt sich aus mit allem, was die Kolonien zu bieten haben. Er weiß, was woher kommt und er ist, wie er sagt, ja aus den österreichischen Niederlanden. Und ich muss jetzt weiter zum Kurfürsten, der Küche der Kurfürsten, die erwartet eine Lieferung von Ingwer und Muskatnuss von mir. John, was tun wir? Ich glaube, er ist einfach nur ein willfähriger Diener dieser Schmugglerbande. Es scheint mir möglicherweise gehört er auch dazu. Wir sollten ihn meiner Meinung nach einfach werft ihn ins Loch und wir beschlagnahmen alle seine Gewürze. Gute Idee. Vielleicht könnten wir es so machen, dass wir einen Teil dem Kurfürsten zuführen. Ja. Der größte Teil soll natürlich für euch sein und den kleineren vielleicht für meine Küche. Das ist ein guter Vorschlag. Ich bin damit einverstanden. Ja. Meister Kunkel, ab ins Loch mit diesem Individuum und komm auf, Wurzner. 10 Tage. 10 Tage. 10 Tage. 10 Tage und der Rest beim Kuchen. Ach, schwer. Nun. Mund auf! Ja, drin ist er! Schaut rein! Schnell! So, schön auf, ja! Auf! Ich kann die Reste noch sehen! Schulze, schaut bitte! Mach Maul auf! Ja! Weiß Gott! Das hab ich ja von dir. Er hat wohl den Kuchen gestohlen! Ich weiß gar nicht, was Kuchen ist, das kann ich mir gar nicht leisten! Nein, natürlich nicht, deswegen hat sie ja auch geklaut! Jetzt schaut euch doch mal die an, die kann doch nicht mal was sagen. Lesen kann sie nicht, schreiben kann sie nicht, sprechen kann sie nicht. Ob so viel unfassbarer. Und Schauspieler kannst du auch nicht. Das Weib soll aber, wie ich sie kenne, schon öfters aufgefallen sein. Ich bin völlig unauffällig. Mit ihrem frechen Maul und sprich es nur, wenn es gefragt ist. Sonst gibt es Stockhiebe von Meister Kunkel. Von meinem eigenen Ehemann, ja? Kunkel hatte das Weib im Zaum. Ja, ja. Das kriegt sie sonst auch schon nicht. Wenn ich glaube, wir sollten den Kunkel schnell ein Urteil, das Weib ist so frech, das hat ein böses Maul. Ach, das kommt irgendwie bekannt vor. Ja. Das ist viel mehr wert als alles, was ich ja, das ist mir klar. Und ich würde dann das Land auch verlassen und wir werden dann noch in schriftlicher Verbindung gehen, wenn der Herr Baron irgendeiner kommt. Schulze, werf ihn in den Kerker. Weg mit dem Kerl. Kerl! Und was willst du mit dem Mikro? Sonst klaut er mir Moment die. Schulze, denk an die Muskatnuss. Die Muskatnuss, du Blödmann, wirst doch nicht verraten, dass du mir das Zeug gegeben hast. Dann hau ab. Damit ist die Verhandlung beendet. Für heute. Danke.